Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kadoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Diesmal haben wir etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet, nämlich das Detektiv Conan Charakter Emoji Quiz. Wie läuft das Ganze ab? Ihr werdet drei Emojis sehen. Jeder dieser Emojis beschreibt den Charakter etwas besser. Ihr habt dann ganze 15 Sekunden Zeit, um dann den richtigen Charakter zu erraten. Das Ganze werde ich dann auch noch erklären. Die Lösung wird dann auch eingeblendet. Und man muss ganz klar sagen, es gibt einfache Charaktere. Es gibt aber auch Charaktere, die schwieriger zu erraten sind. Eine ziemlich geile Sache und ich würde sagen, let's do this. Fangen wir direkt mal mit der Nummer 1 an. Nummer 1. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. So, an der Stelle pausieren wir mal kurz. Ja, wir haben hier also drei Emojis. Einmal den Polizisten, dann einen Schlafenden und einfach eine Person, die sich an den Kopf fällt. Was könnte das denn sein? Ein etwas dümmlicher Polizist, meiner Meinung nach. Ja, da gibt es eigentlich nur einen und ich muss ganz klar sagen, darauf müsste eigentlich jeder von euch gekommen sein. Die Auflösung folgt nämlich sofort. Wer hätte denn damit gerechnet? Es ist Misao Yamamura. Hättet ihr nur Yamamura gesagt, wäre das auch völlig okay gewesen. Nummer 2. Tick-Tack. Etwas schwieriger. So, also, ja, wir haben einen Tempel, wir haben ein Fußballstadion und wir haben das Japan-Symbol, ja, die japanische Flagge. Das heißt, wir konzentrieren uns mal erstmal auf das Wesentliche, nämlich das Fußballstadion. Ein japanischer Fußballer, ein japanisches Stadion in einem Tempel. Welche zwei wunderbaren Teams gibt's denn in Detektiv Conan? Ist es vielleicht ein Team, eine Person? Die Lösung folgt sogleich. Natürlich ist Higo hier gemeint, ein wunderbarer Detektiv Conan Fußballspieler, der in der Serie wirklich oft erwähnt wird. Nummer 3, ab dafür. Tick-Tack, Tick-Tack. Oh Mensch, das ist schon ein bisschen einfacher wieder, also Higo war auf jeden Fall ein bisschen schwerer zu erraten. Wir haben hier erstmal so Ketten, ja. Da könnte man natürlich in viele verschiedene Richtungen interpretieren. Vielleicht handelt es sich hier um einen Sklaven? Nein. Handelt es sich vielleicht um einen Glücksbringer? Handelt es sich vielleicht um das Schicksal, das Personen miteinander verbindet? Ja, in der Mitte übrigens, für die Leute, die es nicht erkannt haben, das ist das Symbol, das Weiblichkeitssymbol, ja. Also das feminine Symbol. Und dann haben wir noch einen Karatemantel. Also, eine Person, die mit einer Person verbunden ist, die vielleicht irgendeine Sportart ausübt. Ja, vielleicht ist es auch ein Kendo-Mantel. Das ist schon schwierig. Aber es ist eine weibliche Person. Da gibt es eigentlich auch nur eine, wenn man mal darüber nachdenkt. Und die Resitz-Lösung kommt sofort. Genau, es ist Kazuha. Weiter geht's im Text. Da muss man an der Stelle auch wieder sagen, dass das relativ einfach ist, oder? Also da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel dazu erzählen. Also, meine lieben Leute, ich gebe euch einen Tipp. Nehmt euch immer ein Symbol raus, ja, was ihr direkt zuordnen könnt und probiert euch dann so eine Art Strategie zurechtzulegen. Naja, zum Beispiel ist es ja manchmal so, dass man mit dem ersten oder mit dem zweiten oder mit dem dritten Symbol nichts anfangen kann. Nehmt euch dann einfach ein anderes, was für euch einfacher ist. Und hier ist es ja ganz klar in der Mitte, das Streifenhörnchen, ein Polizist, der ein Streifenhörnchen hat. Ja, es ist natürlich ganz klar, wer hätte es gedacht? Ayano Koji, ziemlich geiler Polizist, ja, der auch wirklich mal ein bisschen Know-how hat, ja, der auch ganz genau weiß, wie das Ganze abläuft. Weiter geht's im Kontext. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. So, meine lieben Leute, wir sehen schon Shokichi Haneda. Warum Shokichi Haneda? Ja, wir haben den Strand gehabt. Damit haben wir natürlich die Assoziation an den Strandfall. Da können wir gerne nochmal kurz zurückgehen. Wir haben einen Shogi-Stein, ja, das heißt also ein Strandfall, irgendein Shogi-Spieler. Wir haben das Männlichkeitssymbol.
Da gibt's eigentlich nur Kojaneda, denn der Strandfall von vor 10 Jahren, wo unter anderem Conan mit Shinichi mit ran und natürlich seiner Mutter Yukiko am Strand war. Und dort hat er nämlich auch die Familie Arke getroffen, nämlich Mary Chukishi, dann natürlich noch Masumi Sera und auch Shuichi Arke. Eine ziemlich geile Sache. Weiter geht's. So, meine lieben Leute, hier ist es ein bisschen schwerer, muss ich sagen, denn meistens haben wir ja den Fokus auf männliche Charaktere, gerade bei der Polizei, ja, aber wir haben ja den Hinweis, dass es hier um eine weibliche Polizistin gehen soll, ja, die ab und zu mal im Auto unterwegs ist und wir haben eine Ampel. Wie können wir das Ganze ordnen? Also das heißt, wenn wir ein Auto und eine Ampel haben, heißt es also, dass die Polizistin relativ oft draußen ist. Ja, also nicht unbedingt eine Büroangestellte, ja, die bei der Polizei arbeitet, sondern die draußen verkehrt. Und da gibt es eigentlich nur zwei Polizistinnen, die auf jeden Fall in Frage kommen. Wer hätte denn damit gerechnet? Es ist keine geringere Person als Naeko. Ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man Detektiv Conan guckt, da kann man das auch lösen. Weiter geht's. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich ganz besonders freut. Wir haben hier drei krasse Emojis. Einmal haben wir so eine Art Notizblock, in der Mitte ein Polizist, ja, und dann auch so ein Totenkopf. Ganz einfach, ein Polizist, der tot ist. Und was hat das mit dem Tagebuch auf sich? Hat es hier vielleicht etwas mit dem Tagebuch von Anne Frank zu tun? Nein, ja, es hat etwas mit einem toten Polizisten zu tun. Wer hat denn immer ein Notizbuch dabei? Ja, genau, ihr wisst es, Takagi. Aber er ist nicht tot, sondern wer hat denn dem das Notizbuch überhaupt gegeben? Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Detektiv Conan geguckt haben. Natürlich gibt es nur einen Polizisten, der berühmt dafür war, immer alles in sein Notizbuch reinzuschreiben. Nämlich keine geringere Person als Wataru Date. Krasse Sache auf jeden Fall. So, gehen wir mal weg von den Good Guys hin zu etwas böseren Männern. Mit einer finsteren Vergangenheit und Gegenwart. Vielleicht die dubiose Geschäfte abwickeln, man weiß es nicht. Das ist doch einfach. Oder eine schwarze Sonnenbrille, ein alkoholisches Getränk und ein Rabe. Wenn man das Getränk vielleicht nicht so gut deuten kann, das ist auch relativ unerheblich meiner Meinung nach bei diesem Emojis, ja. Es ist ganz klar, es gibt nur eine Person, die dumm genug ist, auch in der Sonne, beziehungsweise in der Dunkelheit auch eine Sonnenbrille zu tragen. Die Antwort ist natürlich Wodka, ja. Das Organisationsmitglied, das immer an Jins Arsch klebt. Weiter geht's. So, meine lieben Leute, wir haben hier etwas an dem Schwierigkeitslevel zugelegt, ja. Wir haben also eine Lupe, wir haben in der Mitte ein Getränk und rechts auch ein Getränk. Das rechte Getränk ist relativ klar zu deuten, das ist ein Kaffee. In der Mitte handelt es sich hier um Tee, muss ich an der Stelle sagen, und links eine Lupe, ja. Vielleicht hat es etwas mit einer Tätigkeit zu tun, ja. Probiert man damit, Ameisen zu töten? Oder steht die Lupe, wenn man etwas untersucht, vielleicht für eine Tätigkeit, für einen Detektiv? Welcher Detektiv trinkt denn Kaffee? Vielleicht arbeitet in einem Kaffee, man weiß es ja nicht, ja? Das ist ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, es ist auch zu lösen. Natürlich handelt es sich hierbei um Amuro, auch bekannt unter dem Namen Bourbon. Das Organisationsmitglied Triple Face. So, das ist wieder einfach. Wir haben also wieder den Strandfall. Dann in der Mitte das Weiblichkeitssymbol und das Apoptoxin. Das ist einfach. Ich habe es vorhin angesprochen, eine Person, die sich auch damals am Strandfall befunden hat, war Mary Sera, die ja mittlerweile auch geschrumpft ist.
So, hier möchte ich nochmal kurz an der Stelle pausieren. Drei Symbole, eins hatten wir schon, ein Shogi-Stein, rechts wieder das Apoptoxin und jetzt haben wir den 17. Juli, meine lieben Leute. Und das ist wirklich was, was nur die Hardcore-Detektiv-Conan-Fans wissen können. Ich bin gespannt, worauf ihr getippt habt, was ihr denkt, ja. Auf jeden Fall ein Shogi-Spieler, der irgendwie in Verbindung mit dem Apoptoxin 4869 steht und etwas mit dem 17. Juni, Juli. Hat es etwas vielleicht mit dem Fall von vor 17 Jahren zu tun? Kurz darüber nachdenken. Wer steht denn auf der Apoptoxin-Liste? Wer steht da drauf? Genau. Keine geringere Person als Koji Haneda, der damals bei dem Koji Haneda-Fall von vor 17 Jahren gestorben ist. Kollateralschaden neben Amanda Hughes, die reiche Amerikanerin, die Kontakte zum CIA und FBI hatte. Weiter geht's. Das ist doch, denke ich mal, eigentlich das ziemlich einfachste meiner Meinung nach bei den ganzen Emoji-Quiz-Anfragen hier. Da brauchen wir gar nichts dazu sagen. Natürlich Kaito Kid, Joker-Karte, Diamant, ganz klar Kaito Kid. So, ist schön übrigens, war, was man alles mit Emojis machen kann. Ich denke, das ist auch relativ einfach, ja, rechts ein Auge, wieder, es geht um einen Polizisten und natürlich um einen behinderten Polizisten, aber er ist nicht so behindert, wie man denkt, nein. Trotz seiner Behinderung, ja, trotz seines kleinen Defekts, ist es ein monstermäßiger Polizist, einer meiner absoluten Top-Polizisten. Und die Antwort sollte, denke ich mal, klar sein, wurde auch damals sogar explizit als Anokata ausgeschlossen. Nämlich Yamato. Ist so ein bisschen in Rivalität mit Kome, haben sich aber im Endeffekt beide sehr, sehr lieb. So, das ist übrigens das letzte. Ich denke mal, das sollte auch relativ klar sein. Ja, wir haben hier so eine Art Schulgebäude, in der Mitte eine Lehrerin, ganz klar mit einer Brille sogar noch, ja, die irgendwas mit dem Auge hat. Ja, wir suchen uns wieder erstmal das raus, was wir zuordnen können. Okay, eine Schule, eine weibliche Lehrerin. Ist es Fräulein Kobayashi, die Klassenlehrerin quasi von Conans Klasse? Aber was hat die mit dem Auge? Meint sie etwa nur, dass eine Brille hat? Nee, dann wäre quasi der dritte Emoji komplett überflüssig, ja. Also meine lieben Leute, wir wissen doch die Antwort. Einer der drei Rumverdächtigen, keine geringere Person als Rumi Wakasa. Eine ganz wichtige Sache, dieses Video hat mir freundlicherweise Max zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe das nicht gemacht, ja. Eine ziemlich geile Idee, das Video, beides kommt von ihm. Ehrenmann auf jeden Fall, checkt ihn unbedingt ab. Link ist in der Beschreibung. Das ist übrigens auch der Max, der mit mir schon einige Podcasts hier auf diesem Kanal gemacht hat. Alleine oder halt auch in der Konstellation mit Seth, wo wir echt extreme Rahmen gesprengt haben, ja. Wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen abgenerdet. Ein guter Junge, gebt ihm Hack. Der wird auch ein paar Detective Conan Videos machen. Gerade in Bezug auf Theorien wird er die ein oder andere Sache nochmal ein bisschen genauer erklären, erleuchten. Freue ich mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.